Die römische Inquisition. Die ersten Inquisitoren wurden im Jahr 1234 für die Reinhaltung des Glaubens in der Stadt Toulouse ernannt. Wie ernst sie ihre Aufgabe nahmen, Menschen nicht katholischen Glaubens aufzuspüren und ermorden zu lassen, zeigte sich sehr schnell. Die dominikaner Mönche erhielten die Nachricht, dass eine im Sterben liegende alte Frau sich soeben noch kurz vor ihrem Tod unter die Vollkommenen der Glaubensgemeinschaft der Katarer aufnehmen ließ. Bei den Katarern gab es drei Stufen der Zugehörigkeit. Die Vollkommenen, die ihr Leben ganz der Gemeinschaft widmeten, die Gläubigen und die Hörer, die die Bewegung unterstützten und mitarbeiteten oder nur mit ihr sympathisierten die inquisitoren platzten in das sterbehaus verhörten die frau und ließen sie schließlich mit samt ihrem bett zum richtplatz tragen wo sie ohne aufschub lebendig verbrannt wurde so krönten die dominikanermönche von toulouse das fest zu ehren des gerade heilig gesprochenen dominikus mit einem menschenopfer einer alten im sterben liegenden frau diese Begebenheit zeigt eindrucksvoll, mit welchem Geist man es bei der katholischen Inquisition zu tun hat. Die Methoden der Folter der Inquisition unterschieden sich nicht unbedingt von der der weltlichen Gerichtsbarkeit der damaligen Zeit. Ein wesentlicher Unterschied bestand jedoch darin, dass man als ehrlicher Bürger keine Angst haben musste, ohne Grund vor ein weltliches Gericht gezerrt zu werden. Bei der Inquisition dagegen konnte sich niemand sicher sein, dass ihn nicht Folter und ein düsteres Schicksal in dunklen Verliesen erwartete. Die Intrige eines übelwollenden Mitmenschen, ein geäußerter Verdacht aus Neid oder die Rache eines Nachbarn konnten dafür ausreichend sein. Aber oft waren es auch einfach unter Folter herausgepresste zufällige Namen oder einfach die Gier der Kirche nach dem Besitz von begüterten Zeitgenossen, die unbescholtene Bürger in die teuflische Maschinerie der katholischen Inquisition hineinzog. Doch eigentlich war der Sinn der katholischen Inquisition ursprünglich dafür gedacht, andersgläubige auszumerzen, also auszurotten. Es war die nackte Angst vor einer immer erfolgreicheren angeblichen Konkurrenz. Dass es sich dabei meist um ehrliche Christen handelte, spielte keine Rolle. Im Gegenteil, dass Gemeinschaften eine aktive Christusnachfolge außerhalb der katholischen Kirche lebten, war für die Päpste ein nicht hinzunehmendes Ärgernis. Denn durch diese Ketzer, so wurden sie von der Kirche genannt, erlebte das Volk, dass man in der Gemeinschaft ohne heidnische Zeremonien und ohne das Primburium der Prälaten die Lehre der Nächstenliebe leben konnte ohne die kirchlichen Sakramente und diversen katholischen Rituale, die Jesus so nie eingesetzt hatte. Dies brachte die Kirche offensichtlich in Panik, denn es waren bereits Hunderttausende, die von diesem schlichten und ehrlichen Lebensmodell überzeugt waren und sich solchen Gemeinschaften anschlossen. Die Reaktion der Kirche war folgende man machte die obrigkeitshörigen Kirchenglieder glauben, die höchste Pflicht eines jeden Katholiken sei es, Ketzer, also nicht-katholische Christen, auszurotten, achtete aber spitzfindig darauf, sich selbst nicht die Hände mit Blut zu besudeln. Die Ausführung der Folter und die Hinrichtung, die Scheiterhaufen anzuzünden, überließ man den weltlichen Handlangern. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass diese nicht neutral waren. Es gab keine zeitgenössische Justiz, die ohne Zustimmung der Kirche ihre Urteile fällen konnte. Alle staatlichen Mitwirkenden, vom Richter bis zum Folterknecht, waren obrigkeitshörige Katholiken und unterlagen so den Weisungen der Kirche genauso wie speziell von der Kirche eingesetzte Inquisitionsrichter. Der zynische Höhepunkt Kurz vor der Hinrichtung setzten sich die Prälaten sogar als geistiger Beistand und Trostspender der Opfer in Szene. Der Autor Lars Hörl schreibt in seiner Dokumentation Blutjustiz, der Terror der kirchlichen römisch-katholischen Inquisition lag in ihrer Macht, in das Leben jedes Mannes, jeder Frau oder jedes Kindes einzugreifen und es mit Blut und Feuer auszulöschen ohne jeglichen Grund, nur zum Vergnügen des Verrückten, der die Macht dazu hatte. Tausende von Verrückten überall und Jahrhundertelang taten genau dies. Keiner war jemals vor dem Blutrausch der Kirche sicher. Verfolgung und Hinrichtung wegen eines Gedankens oder eines Gefühls waren eine allgegenwärtige Gefahr für alle. Das Wort Inquisition alleine ist Ausdruck von Gewalttätigkeit, unversöhnlichem Fanatismus, fieberhaften sexuellen Ausbrüchen, die in jedem inquisitorischen Verfahren auftraten. Dieser Terror der kirchlichen römisch-katholischen Inquisition, wie Lars Hurl es nennt, dauerte nicht einige Jahrzehnte und war dann wieder vorbei. Die Menschen litten fast 600 Jahre lang unter Angst vor diesem von der Papstkirche eingesetzten und organisierten blutigen Terror, dem außer Andersgläubigen, wie zum Beispiel der Juden in Spanien, vor allem aufgeschlossene und mündige Bürger und ehrliche Nachfolger Christi zum Opfer fielen. Trotz der beständigen Verfolgung von urchristlichen Bewegungen wie die der Katarer und Waldenser, erhielten diese gemeinschaften wie bereits erwähnt immer mehr zulauf deshalb ernannte papst gregor ix. dominikaner und franziskanermönche zu inquisitoren. er beauftragte sie offiziell mit der verfolgung und ausmerzung, also ermordung, von solchen nichtkatholiken, die er ketzer nannte. Schätzungen zufolge forderte die Inquisition in Europa zwischen dem 13. und dem 18. Jahrhundert bis zu 10 Millionen Menschenleben. Hier sind die Millionen Opfer in der Neuen Welt, in Mexiko und in Peru und in anderen Kolonien, wie zum Beispiel im indischen Goa, noch nicht eingerechnet. Wer einmal in die Mühlen der Inquisition geriet, hatte kaum eine Chance, diesen jemals wieder zu entkommen. Die Verhafteten wurden durch eine oft jahrelange Haft in finsteren Verliesen gefügig gemacht, durch Folter gequält und so zu einem Geständnis gezwungen, dass oft die öffentliche Hinrichtung, die Verbrennung auf dem Scheiterhaufen, nicht selten bei lebendigem Leib zur Folge hatte. Das Vermögen des Opfers wurde beschlagnahmt und fiel zum großen Teil an die Kirche. Die Angehörigen standen meist mittellos auf der Straße, Niemand traute sich ihnen zu helfen, um nicht selbst vor das Inquisitionsgericht gebracht zu werden. So wurde das Gebot der Nächstenliebe, das Jesus von Nazareth lehrte und mit dem sich der Papst nach außen gern schmückte, in sein teuflisches Gegenteil verkehrt. Die Inquisition begann eigentlich bereits mit dem Ketzerkreuzzug von 1209 bis 1229 gegen die Katarer in Südfrankreich. Diese wurden in den folgenden Jahrzehnten vollständig ausgerottet. Um überlebende Katarer in ihren Verstecken leichter aufspüren zu können, richteten die Dominikaner Hunde ab. Sie jagten die Flüchtenden wie Raubwild. Nach der Belagerung und Eroberung der Katarerburg Monségur im Jahr 1244 wurden über 200 Anführer der Katarer lebendig verbrannt. Allerdings wurden bereits zu Beginn des Kreuzzugs allein bei der Einnahme der Stadt Béziers im Jahr 1209 mehr als 22.000 Menschen niedergemetzelt. Von der Inquisition, diesem besonders düsteren Kapitel der Kirchengeschichte, existieren nur noch ca. 200.000 Aufzeichnungen von Hexenverfahren. Die meisten Zeugnisse wurden vernichtet, nachdem man erkannte, welche Verbrechen durch das bestialische Wüten der Inquisitoren von der Kirche begangen wurden. So wurden in Paris zwischen 1815 und 1817, mit Zustimmung des Kardinalsekretärs Consalvi, 4.518 Bände mit Prozessunterlagen an Altpapierhändler verschachert und laut den Recherchen des Autors Günther Rudolf seien noch im September 1870 erhebliche Teile des vatikanischen Geheimarchivs verbrannt worden, um belastendes Material verschwinden zu lassen. Vor diesem Hintergrund kann man auch die folgenden Worte von Papst Josef Ratzinger aus dem Jahr 1998 vielleicht besser verstehen. Jetzt haben wir ja unser Archiv, Gott sei Dank, nach mühsamen Vorarbeiten eröffnen können und freuen uns, dass also gerade auch nichtgläubige Historiker sagen, also ganz so schlecht war die Inquisition auch wieder nicht. Stellt die den Historikern in den Mund gelegte Aussage, dass die Inquisition nicht ganz so schlecht gewesen sein soll, nicht eine dreiste Verhöhnung all der Opfer der Inquisition dar? Ohne Voreingenommenheit kann hier jedenfalls leicht erahnt werden, welcher Geist hinter den vatikanischen Mauern offensichtlich immer noch zu wehen scheint. Die Morde an so vielen Unschuldigen hatten jedoch nicht nur den Zweck, andersgläubige, sogenannte Ketzer, Juden oder Menschen, vor allem Frauen, denen fiktive und fantasievolle magische Fähigkeiten vorgeworfen wurden, aus dem Weg zu räumen. Von der Inquisition ausgestoßen, verfolgt, gebrandmarkt, gefoltert und verbrannt wurden auch Schriftsteller und Mystiker, wie zum Beispiel Margareta Porete und viele andere. Mit der mörderischen Inquisition wollten die katholischen Scheinkristen den Gottesgeist mundtot machen und all jene töten, die das wahre, dynamische Christentum verbreiten wollten. Das Ziel der kirchlichen Obrigkeiten war es, ihre Kirchenhierarchie mit aller Macht aufrechtzuerhalten. So unfassbar es auch klingen mag, das Morden diente neben dem Zurückgewinnen des Einflusses in einer Region auch der Bereicherung der Kirche. Wie allgemein bekannt, ging ein großer Anteil des Eigentums der Verfolgten und Hingerichteten geradewegs in den Besitz der Kirche über. Mit der Inquisition hatte die Kirche sich eine weitere Möglichkeit geschaffen, Ländereien, Immobilien und Geld an sich zu raffen, und das konnte ihr gar nicht schnell genug gehen. Um den Besitz eines Bürgers beschlagnahmen zu können, reichte es schon aus, ihn der Ketzerei zu verdächtigen und anzuklagen. Es musste dazu noch nicht einmal der Beginn des Inquisitionsprozesses abgewartet werden, und der Ausgang des Verfahrens, der ja meistens von vornherein feststand, Erst recht nicht. Natürlich wusste die Kirche, dass das Inquisitionsverfahren nur eine Farce war und am Ende der Folter bei Frauen, Kindern und auch bei Männern so gut wie immer ein vorgegebenes Geständnis herauszupressen war, aus oft halb zerstörten, zum Teil angesenkten, gewürkten, halb ertränkten, zerschnittenen, zerstochenen, ausgerenkten, verstreckten, zerrissenen, verkrüppelten und halbtoten Körpern. Das inquisitorische Tribunal trieb ihre Raffsucht aber vollends auf die Spitze, indem es sich zynischerweise den Lohn für die Folterknechte und Henker auch noch von den Angehörigen der Opfer erstatten ließ. Von dieser Ungeheuerlichkeit zeugen heute noch alte Gebührenlisten für verschiedene Leistungserbringungen bei der Folter und der Hinrichtung. Ein antikes Archivdokument aus Darmstadt belegt dies. Das ist die Kostenliste. Einen lebenden vier Teilen 15 Kronen. Einen Scheiterhaufen aufrichten 30 Kronen. Einen Menschen lebend verbrennen 14 Kronen. Eine Person mit dem Schwert töten 10 Kronen. Einen Menschen henken 18 Kronen. Einen Körper ziehen 5 Kronen. Uhren und Nasen abschneiden, 5 Kronen. In den Bockspannen, 8 Kronen. Pro Streich mit der Spitzrute, 1 Krone. Schnüre zum Bockspannen aufziehen, Gewichte anhängen und Beinschrauben anlegen, 30 Kronen. Der Autor Lars Hörl fand eine Gebührenordnung für Scharfrichter von 1757. Darin sind weitere Folter- und Tötungsarten aufgelistet. Enthaupten und Verbrennen, alles eingeschlossen, 5 Reichstaler 26 Pfennige. brechen bei lebendigem Leibe auf dem Rad, 4 Reichstaler. Abhacken einer Hand oder mehrerer Finger und Enthaupten, 3 Reichstaler 26 Pfennige. Abschneiden der Zunge ganz oder teilweise und verbrennen des Mundes mit einem glühenden Eisen, 5 Reichstaler. Einrichten und zerquetschen des Daumens per Daumenschraube, 26 Pfennige. Wie erwähnt, mussten die Gefangenen oder ihre Angehörigen die Unterbringung und das Essen im Kerker bezahlen und obendrauf auch noch die Verpflegung der Gefängniswärter und des Henkers. Um 1500 wurde die Inquisition auch auf die neue Welt ausgeweitet, vor allem nach Mexiko und Peru, wo sie ganze Zivilisationen zerstörte und Hunderttausende, ja nach anderer Schätzung gar Millionen Männer, Frauen und Kinder ermordete. Von 1481 bis 1820 verurteilte allein die spanische Inquisition Hunderttausende Nichtkatholiken zum Tode auf dem Scheiterhaufen oder zur Hinrichtung mit anschließender Verbrennung, mehrheitlich jedoch zu Gefängnis oder zur Galeerenstrafe. Laut den Recherchen von Lars Hörl wurden allein unter dem Inquisitor Torquemada 1481 bis 1498 10.220 Menschen lebendig verbrannt, 6.840 hingerichtet und dann verbrannt und 97.371 zu Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt. Unter dem Inquisitor Desa 1498 bis 1507 wurden 2.592 Menschen lebendig verbrannt, 829 hingerichtet und dann verbrannt, und 32.952 wurden zu Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt. Unter dem Inquisitor Cisnero 1507 bis 1517 wurden 3.564 Menschen bei lebendigem Leibe verbrannt, 2.232 hingerichtet und dann verbrannt, und 48.059 wurden zu Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt. Unter Adrian 1517 bis 1521 wurden 1.620 Menschen lebendig verbrannt, 560 hingerichtet und dann verbrannt, und 21.835 Opfer wurden zu Gefängnis oder zu den Galeeren verurteilt. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Die Liste ist schier endlos bis zum Jahr 1808. Es fällt auf, dass die meisten Opfer nicht hingerichtet, sondern zu Gefängnisstrafe oder dem Zwangsdienst auf einer Galeere verurteilt worden sind. Hatten sich die Inquisitoren doch noch einen Rest von Barmherzigkeit bewahrt? Die Antwort ist ernüchternd. Beim Verhängen der Galeerenstrafe konnten die Verurteilten praktisch als totgeweihte Rudersklaven an Seemächte wie Genua oder Venedig verkauft werden, während hingerichtete und verbrannte Opfer, außer dem bereits konfiszierten Eigentum, den Inquisitoren kein Geld mehr einbringen konnten. Die Zahl der verhängten Galeerenstrafen habe sich nach dem Bedarf der Seemächte wie zum Beispiel Genua oder Venedig gerichtet. Da aufgrund der Gier der Kirche die verurteilten Männer sozusagen gegen Blutgeld an die Galeerenbesitzer verkauft werden konnten, wurde die Inquisition so zu einem florierenden Geschäftsmodell und damit zu einem Selbstläufer. Denn so kam bei der Inquisition neben der Einverleibung von fremdem Eigentum, wozu, wie erwähnt, oft auch ganze Ländereien gehörten, auch noch Geld durch Menschenhandel hinzu aber auch jede Folterung brachte Geld. Deshalb wurde jede einzelne Folterung akribisch protokolliert, wie man oft auf alten Stichen sehen kann. Die Folterknechte und der Scharfrichter wurden nach der Art der Folter bezahlt. Je mehr Opfer eingefangen werden konnten, desto besser lief das Geschäft. Je mehr Schmerzen man durch möglichst viele Foltermethoden dem Opfer zufügen konnte, desto mehr Geld floss in die Taschen der Täter. Das Irrsinnige dabei ist noch, dass die Folterknechte ihren Ruf zu verlieren hatten, wenn sie nicht durch brutale Folterungen die erwünschten Geständnisse herauspressen konnten. Kann ein System noch teuflischer aufgebaut sein? Mit Jesus von Nazareth hat dies alles, was leicht zu erkennen ist, wahrlich nichts zu tun. Um das Geschäft am Laufen zu halten und an möglichst viele Opfer zu kommen, wurde die Bevölkerung massiv unter Druck gesetzt. Die Menschen wurden dazu angestiftet, sich gegenseitig zu bespitzeln und zu denunzieren. Sogar das Verschweigen eines eventuellen Verdachts bei Nachbarn, Bekannten oder Familienangehörigen wurde unter Strafe gestellt. Wer zum Beispiel mitbekam, dass der Nachbar seinen kirchlichen Pflichten nicht nachkam und beim Gottesdienst fehlte oder nicht zur Beichte ging, musste dies bei der Inquisition anzeigen. Es herrschte eine Atmosphäre des Misstrauens und der Todesangst, und dies über einen Zeitraum von fast 600 Jahren. Frauen hatten es besonders schwer, denn auf sie wurde ein besonderes Auge geworfen. Es kam oft vor, dass weibliche Opfer von ihren Peinigern vergewaltigt wurden. Nicht genug, dass die Inquisitoren und ihre Folterknechte beim Quälen der Opfer ihre perversen Neigungen auslebten, an den Frauen wurde auch die wegen des Zölibats aufgestaute Sexualität der priesterlichen Inquisitoren ausgelebt. Das fing bereits damit an, dass sich die Frauen gleich zu Beginn der Untersuchungen nackt ausziehen mussten, angeblich damit man sie nach teuflischen Amuletten, Hexenzeichen oder auffälligen Muttermalen absuchen konnte, die als ein Zeichen des Satans gedeutet wurden. Um diese besser finden zu können, seien den Frauen auch alle Körperhaare abrasiert oder oft mit einer Fackel abgebrannt worden. Zudem wurde argumentiert, dass die Folterungen wie Auspeitschen, Anbrennen der Haut, Zwicken der Brust mit glühenden Zangen, Schlagen mit dem Stock oder mit Ketten oder das Eintauchen in kaltes Wasser nur bei Delinquenten mit nacktem Körper erst den gewünschten Effekt bringen würde. Tatsächlich findet man zeitgenössische Protokolle, Gemälde und Stiche, die dies belegen. Viele der Folterarten waren an dämonischer Grässlichkeit kaum zu übertreffen, so dass zwangsweise die Frage auftaucht, wie Menschen ihren Mitmenschen so etwas haben antun können. Das vollständige Fehlen von Mitleid und Mitgefühl lässt Platz für ungewohnte Spekulationen, wie zum Beispiel die Frage, ob es möglich wäre, dass zum Beispiel die an solchen teuflischen Foltern beteiligten Menschenkörper überhaupt eine Seele haben oder nur durch eine Art astrale Energie angetriebene Wirte dämonischer Kräfte sein könnten. Niemand kann diesem Gefährt, wenn einmal diese Energie gewichen ist, wieder Leben einhauchen. In diesem Sinne ist der Mensch, ob man es wahrhaben will oder nicht, tatsächlich nur so etwas wie eine raffinierte Maschine. Nur die ewig existierende Seele lebt weiter, und mit ihr alle Erfahrungen und Taten, die als Mensch vollbracht wurden. Würde eine Seele fehlen, dann würde es am Ende tatsächlich nur noch heißen Erde zu Erde, Staub zu Staub. Die Frage ist also, wer oder was treibt den Menschen an und beeinflusst ihn? Eines scheint klar zu sein. Beurteilt man die Sache nach den alten prophetischen Schriften, dann ist es zweifellos die Handschrift des feuerroten großen Drachen, dem es gelungen ist, viele Menschen zum Bösen zu verführen und sie dabei sogar glauben zu lassen, sie täten ein gottgefälliges Werk. Ein wahrhaft teuflisches Meisterstück. Doch was genau ist diese dämonische Kraft, die viele Menschen antreibt und verführt? Johannes von Patmos beschreibt in seiner Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wie der große Drache gemeint sind die abtrünnigen Kräfte, die sein wollten wie Gott, aus der geistigen Welt geworfen wurden und seitdem die ganze Welt verführen würden. Die dämonische Energie, die durch diese Wesen wirkt und durch das Bild des großen Drachen symbolisiert wird, will sich immerzu an Leid und Blut ergötzen. Diese dunklen Kräfte benötigen die ungesetzmäßigen bösen Handlungen der Menschen sogar, denn sie leben offensichtlich von dieser negativen Energie. Deshalb versucht der große Drache, er wird von Johannes in seiner Offenbarung, der sogenannten Apokalypse auch die giftige Schlange, der Teufel oder Satan genannt, die Menschen immer wieder zu destruktiven Handlungen bzw. zum Denken und Handeln gegen Gott zu verführen. So die Darstellung aus Sicht des Propheten Johannes von Patmos. Aus dieser Sicht könnte man sagen, dass sich der Gegenspieler Gottes mit Hilfe seiner Helfer und Helfershelfer im religiösen Bereich zur Tarnung ein christliches Mäntelchen übergezogen hat. Denn durch diesen hinterlistigen Trick kann er Gott und Christus die Verantwortung für diese Verbrechen in die Schuhe schieben. Das gläubige Volk soll nicht erkennen, wer der wahre Anstifter und Inspirator ist. Sie sollen blind glauben, Christus hätte diese Anweisungen durch einen angeblichen Stellvertreter Gottes auf Erden persönlich gegeben. Eine fatale Irreführung der Menschen. Gott ist die Weisheit und die Liebe. Niemals würde er seine Kinder zu Verbrechen anstiften. Er fordert im Gegenteil die Menschen auf, die Nächstenliebe zu leben. Um die Brutalität der Inquisition zu erahnen, werden im Folgenden einige der Foltermethoden, die bei der Inquisition zum Einsatz kamen, näher beschrieben. Diese Beschreibungen sind für sensible Menschen nicht geeignet. Daumenschrauben Bei der Folter durch die Daumenschrauben wurden die Daumen oder die anderen Finger zwischen zwei Platten geklemmt. Durch das Drehen der Schrauben presste der Folterknecht die Platten immer stärker zusammen, bis schließlich das Fleisch aufsprang und die Knochen gebrochen wurden. Das Quetschen der Fingerknöchel ist unbeschreiblich schmerzhaft und war ein verbreitetes Mittel, das bereits am Anfang einer Folter zweiten Grades angewandt wurde. Spanischer Stiefel Ebenso eine Folter zweiten Grades und ähnlicher Art war das Zerquetschen der Beine und Brechen der Knochen durch den sogenannten spanischen Stiefel. Der Schmerz sei unbeschreiblich gewesen, doch auch diese Schreie blieben ungehört in den unterirdischen Gewölben. Der spanische Schuh hingegen hatte spitze Zähne und Stacheln, die Gelenke und Knochen unwiederbringlich zermalmten. Dabei starben die Opfer nach Tagen mit unglaublichen Schmerzen an Blutvergiftung durch Infektionen. Die Streckbank. Die Streckbank war das am meisten gebrauchte Folterinstrument, da es große Schmerzen bis hin zu schwerwiegenden Muskelrissen verursachte. Während der Körper bis zu 30 cm gestreckt wurde, wurde das Opfer zusätzlich oft mit glühenden Eisen oder Zangen traktiert. Es gab noch eine Art Streckbank, die mit Eisenspitzen besetzte Walzen versehen war, die den Körper zerfleischten. Ein ähnliches Prinzip war die Folter an der Leiter, wobei bei dieser Methode zusätzlich oft die Armhöhlen mit Feuer versenkt wurden, was besonders schmerzhaft war. Der Anker Der Anker war ein grausames Folterinstrument, da das Opfer oft wochenlang in feuchten Kellerräumen in einer schlimmen Position verankert war und sich praktisch nicht bewegen konnte, was zu äußerst schmerzhaften Krämpfen und sogar Rückendeformationen führte. Das Stachelhalsband. Auch die Anwendung dieses Instrumentes konnte für die Opfer tödlich enden. Das Stachelhalsband ist auf der Innenseite mit spitzen Eisenstacheln bespickt. Die sich nach und nach in das Fleisch des Opfers bohrten. Dies führte sehr oft zu einer Blutvergiftung, welche zum Tod des Gefangenen führen konnte. Die Ketzergabel. Mit diesem Folterinstrument wurden dem Opfer vier scharfe Spitzen in das Fleisch unter dem Kinn und in das Brustbein gebohrt, sodass es nicht mehr den Kopf bewegen und kaum mehr verständlich reden konnte. Aber das lag auch nicht in der Absicht der Inquisitoren. Die eiserne Jungfrau Die eiserne Jungfrau war ein menschengroßer Kasten, ähnlich einem Schrank, in den das Opfer der Inquisition hineingestellt wurde. Auf der Innenseite der Türen sowie auf der Rückseite des Kastens waren eiserne Dornen angebracht. Im Verlauf der Folter schlossen die Folterknechte langsam die Türen, so dass die scharfen Dornen den gesamten Körper des Opfers perforierten, ihn aber nicht töteten, Zumindest nicht gleich. Wie oft die eiserne Jungfrau bei der Folter eingesetzt wurde, ist umstritten. Der Hexenstuhl. Eine ähnliche Wirkung hatten verschiedene sogenannte Hexenstühle mit langen eisernen Stacheln, die ebenfalls den ganzen Körper des Opfers von unten und von hinten durchstachen. In den Gerichtsprotokollen ist ein Fall von einem jungen Mädchen bekannt, das bereits bei dieser ersten Folter starb, wohl weil die Verletzungen und der Blutverlust erheblich sein können. Oft wurden die Opfer stundenlang auf diesen mörderischen Stuhl gefesselt, in einem dokumentierten Fall eine Frau sogar 54 Stunden lang. Werkzeuge bezeugt eine perverse Leidenschaft der Inquisitoren und ihrer Helfershelfer am Quälen, Verletzen und schlussendlich am Töten. Da gab es die Werkzeuge zum Brandmarken, Halsgeigen und Halsketten, um den Hals gehängte Rosenkränze mit einer Länge von einem Meter und einem Gewicht von ca. 8 Kilogramm, Kopfpressen und Schädelschrauben, Kettengeißeln. Zwangsgürtel, Scheren, Platt und Kneifzangen und vieles andere mehr. Im Folgenden die Beschreibung der angewendeten Foltermethoden. Die Wasserfolter. Bei der Wasserfolter wurde der Körper des Angeklagten auf einer schräg liegenden Tischplatte festgebunden oder an straff gezogenen Seilen frei in der Luft schwebend, nur von einem Schemel in der Körpermitte gestützt. After- und Harnröhre verstopft oder zugebunden. Dann musste das Opfer Unmengen von Flüssigkeit schlucken. Sechs Liter bei der kleinen, zwölf bei der großen Wasserfolter. Wer die Zähne zusammenpresste, dessen Mund wurde vom Henker mit einer eisernen Zange aufgerissen. Viele der Opfer erstickten oder sie platzten regelrecht unter unvorstellbaren Schmerzen. Die Judaswiege das Inquisitionsopfer wurde mit Hilfe einer Seilwinde nach oben gezogen und auf die Spitze einer hölzernen Pyramide oder eines messerscharfen Bockes gesetzt. Sein ganzes Gewicht ruhte nun nur noch auf der Scheide oder dem After, dem Hodensack oder dem Steißbein. Die Qual wurde noch dadurch vergrößert, dass dem Opfer Gewichte an die Beine gebunden wurden oder der Folterer das Opfer hochzog oder herabließ, es schaukelte, oder immer wieder auf die Spitze fallen ließ, sodass große Verletzungen und Blutergüsse entstanden, was die Inquisitoren wohl immer mehr anregte, weiterzumachen. Hatten sie sich genug ergötzt, gingen sie oft, was man in alten Protokollen heute noch nachlesen kann, mit den Folterknechten in die Pause und ließen die Opfer in dieser unbeschreiblich schmerzhaften Position stundenlang leiden. Folter gegen Frauen Gerade Frauen gegenüber konnte sich auch die sexuelle Aggression und Perversion der Inquisitoren in besonderer Weise scheinbar grenzenlos austoben. Es gab spezielle Folterinstrumente ausschließlich für Frauen, zum Beispiel die sogenannte vaginale Birne, die nach der Einführung in den Körper durch einen Mechanismus ausgeweitet werden konnte und dann durch Drehung der Birne mit den extra angebrachten scharfen Zacken Eingeweide und Gebärmutter irreparabel zerriss. Es gab Brustkrallen, die die Brüste zerfleischten. Der Brustreißer war ein Werkzeug aus Eisen, das an den Brüsten angesetzt wurde, um sie zu verletzen oder gar abzureißen. Rotglühend gemacht, wurde durch sie ein sogenannter Biss auf den Brüsten unverheirateter Mütter verursacht, während ihre Kinder, so ist überliefert, zu Füßen der Mutter lagen und mit deren Blut bespritzt wurden oder es gar auffangen mussten. Als Abwandlung wurde der Brustreißer bei Männern dazu verwendet, Glied und Hoden abzureißen. Es gab die sogenannten spanischen Spinnen, das heißt vierfingrige, scherenartige Klauen, die das Opfer am Gesäß, an den Brüsten, am Bauch oder Kopf, oft aber auch mit zwei Klauen an Augen und Ohren hochzogen. Darüber hinaus war auch der Keuschheitsgürtel ein Folterwerkzeug, und für Frauen gab es auch Schandmasken. Das sogenannte Aufziehen ist ebenfalls eine sehr schmerzhafte Foltermethode, die sehr oft angewendet wurde. Dem Opfer werden die Hände hinter dem Rücken gefesselt, bevor es dann mittels einer Seilwinde hochgezogen wurde. Dabei wurden häufig die Arme ausgekugelt und die Opfer durch den Schmerz oft ohnmächtig. Bei einer Variante des Aufziehens werden an den Füßen zudem Gewichte befestigt, die das Opfer zusätzlich nach unten ziehen. Auch hier ist in einem Protokoll überliefert, dass ein Mädchen stundenlang so hängen gelassen wurde, während die Inquisitoren zu Tische gingen. Als sie zurückkamen, wurde ihm zusätzlich Alkohol über den Rücken gegossen und angezündet. Die Reihenfolge der bei der Folter verwendeten Werkzeuge folgte meist einem festgelegten Ablauf. Dabei wurde jedes Mal der schwere Grad der Foltermethode gesteigert, so die Schmerzen für das Opfer immer unerträglicher wurden. Es gab fünf Grade der Folterung, die nacheinander während eines Folterdurchganges zur Anwendung kamen. Wenn ein Mensch alle fünf Grade überstanden hatte, ohne zu gestehen, durfte die Folter nicht mehr wiederholt werden und er musste freigelassen werden, auch wenn er mit gebrochenen Knochen, verdrehten und verbrannten Gliedern wohl kaum noch lebensfähig gewesen sein dürfte. So war die Vorschrift bei der weltlichen Gerichtsbarkeit. Bei Menschen, die der Hexerei angeklagt wurden, wurde diese Vorschrift jedoch von den kirchlichen Inquisitoren durch eine List außer Kraft gesetzt. Da nicht festgelegt war, wie lange ein Folterdurchgang dauern durfte, argumentierten sie, dass die Folter lediglich unterbrochen worden sei und jederzeit fortgesetzt werden könne, so oft wie es eben notwendig sei, um das nötige Geständnis zu erhalten. So findet man in den Protokollen Hinweise, dass der Folterdurchgang bei Frauen bis 45 Mal durchgeführt wurde. Das Töten des Angeklagten während der Folter war nicht üblich. Der Tod sollte später für den Richtplatz aufgespart werden. Geschah es aber doch, dass ein Opfer die Martern, meist wohl wegen des großen Blutverlustes, nicht überlebte, hatte das für die Täter keine rechtlichen Konsequenzen. Das Rat. Ein brutales Todesurteil war das Brechen der Knochen eines Opfers, hier einer Frau. Das Opfer wurde auf ein Rad gebunden und es wurden ihm dann mit Schlägen von einem Knüppel oder einem anderen Rad mit Klingen dran alle Bein- und Armknochen mehrmals gebrochen. Anschließend wurden die gebrochenen Gliedmaßen um die Speichen des Rades gefädelt und dann das Rad mitsamt dem Geräderten auf einem Masten befestigt. Das Opfer starb meistens bald an den vielen Verletzungen, manchmal aber auch erst Tage später an Hunger, Durst und Kälte. Säge und Pfahl Aber auch technisch primitive Instrumente wie die Säge oder der Pfahl wurde in den Händen der Inquisitoren zu einem teuflischen Hinrichtungswerkzeug. Die Opfer wurden mit dem Kopf nach unten aufgehängt, dann begann die zwischen den Beinen angesetzte Säge ihr Werk, indem sie sich bis zu Nabel und Brust vorwärts kämpfte. Fast noch grausamer, wenn hier noch eine Steigerung möglich war, war das Pfählen der Angeklagten. Sie wurden in die Spitze eines Holz- oder Eisenpfahls hineingedrückt, gepresst, gehämmert, bis dieser schließlich, nachdem er durch den eingeölten After eingedrungen war, aus dem Magen, der Brust oder der Schulter wieder heraustrat. Diese Tötungsmethode wurde durch die Konquistadoren oft auch an den Indios in Südamerika angewendet. Die auf beiden Seiten der Straße gepfählten Menschen hatten den Zweck, den Völkern Angst und Respekt vor Christus einzujagen. Tod durch Ausweiden Eine ganz besonders teuflische Grausamkeit stellte das Ausweiden der Opfer dar. Dem Opfer wurde mit einem Messer der Bauch aufgeschlitzt, ein Teil des Darms herausgenommen, an einer Rolle befestigt und aufgewickelt, bis das Opfer unter unglaublichen Schmerzen verblutete und starb. Körperliche Verstümmelung. Eine andere Art der Bestrafung war das Ausbrennen der Zunge. Eine weitere die Zertrümmerung der Hände auf einem Amboss, beziehungsweise das Abschlagen der Hände und Füße mit einem Beil. Auch dieses Verbrechen wurde durch die katholischen Spanier an unzähligen Indios verübt angeblichen Hexen bzw. der Unsittlichkeit angeklagten Frauen wurden bevorzugt Nasen und Uhren abgeschnitten. Nicht selten wurden Frauen lebendig beerdigt, in einen Sack gebunden oder gefesselt in einen Fluss geworfen. In Spanien und Portugal wurde die systematische Verfolgung und Verbrennung von Nichtkatholiken durch die Inquisition, vor allem von Juden und Mauren, bei sogenannten Auto-da-fes als Volksfestartige Veranstaltung öffentlich gefeiert. Auch bei der Eroberung Amerikas wurden Indianer auf ähnliche Weise öffentlich hingerichtet. Der Historiker Karl-Heinz Deschner schreibt in Die Kirche des Unheils, man veranstaltet prunkvolle Autodafes, bei denen man, manchmal vor 200.000 Zuschauern, Menschen massenweise ermordet. Man steckt sie auf ihrem letzten Weg noch unter einen Narrenhut, Zwickt sie mit glühenden Zangen, schlägt ihnen zuweilen die rechte Hand ab und singt dann, während sie je nach Windrichtung ersticken oder langsam verbrennen, Großer Gott, wir loben dich. Im Brockhaus-Lexikon, Band 1 von 1837, wird das Auto da ausführlich beschrieben. Auto da Fe hieß der in Spanien, der seit dem Ende des 15. Jahrhunderts äußerst festlich begangene Tag. An welchem die von der Inquisition Verurteilten verbrannt wurden. Um die Sache desto feierlicher zu machen, wählte man dazu einen Sonn- oder Festtag, und zwar zwischen dem Dreieinigkeitsfeste und der Adventszeit. Das Beginnen des grausamen Schauspiels, das man Glaubenshandlung nannte, verkündete das Läuten aller Glocken. Hierauf setzte sich der Zug durch die Hauptstraßen der Stadt nach der Kirche in Bewegung. Denselben eröffneten die Dominikaner unter Vortragen der Fahne der Inquisition. Ihnen folgten zunächst die, welche bloß Buße zu tun hatten, und dann nur durch ein großes Kreuz, welches den ersten nachgetragen wurde, von ihnen geschieden, die zum Feuertode verurteilten. Sie waren bekleidet mit dem San Benito, einem safranfarbenen Bußkleide, welches auf der Brust und dem Rücken mit dem Kreuz, übrigens mit Teufelslarven scheußlich bemalt war. Sie liefen barfuß und auf dem Kopfe trugen sie spitzige Mützen. Unter ihnen sah man auch die Bildnisse derer, welche die Inquisition nicht hatte erreichen können oder die ihr entflohen waren, sowie Gebeine verurteilter Toter in schwarzen, mit teuflischen Bildern bemalten Särgen. Den Zug schlossen Mönche und Priester. Nach beendetem Gottesdienste in der Kirche ward den Verurteilten nochmals ihr Urteil vorgelesen, währenddessen sie mit einer ausgelöschten Kerze vor dem Kruzifix standen. Hierauf gab ein Diener der Inquisition einem jeden der Verurteilten einen Schlag auf die Brust, zum Zeichen, dass die Inquisition sich nun von ihnen lossage und sie der weltlichen Obrigkeit überlasse. Diese übernahm sie, und sogleich begann der Zug nach dem Scheiterhaufen. Diejenigen, welche sich hier noch zum katholischen Glauben bekannten, wurden vorher erdrosselt, die übrigen aber lebendig verbrannt. Wie zu einem Siegesfeste strömte das Volk zu den Autodafes. Selbst die Könige mit ihrem ganzen Hofe und die obersten Staatsbeamten hielten es für ihre Pflicht und für verdienstlich, ihnen beizuwohnen. Erst im 18. Jahrhundert fingen sie an, seltener zu werden. Dem Erfindergeist für neue, scheußliche Qualen wurden keine Grenzen gesetzt. Man mauerte die Opfer ein oder ließ sie, als angebliches Zeichen der Gnade, langsam verhungern. Man ertränkte sie in Fässern, die mit Urin oder Jauche angefüllt waren, man rüstete die Andersgläubigen auf glühendem Eisen oder erstickte sie durch das Anzünden feuchten Strohs. Nach der Erfindung des Schießpulvers ließ man dieses in ihrer Nähe explodieren, sodass es die Brust der Opfer aufriss. Der Ungeist des feuerroten großen Drachen fand immer neue Mittel, um die Qualen der Inquisitionsopfer zu vergrößern, vor allem die der Frauen. Oft schmachteten die beschuldigten Frauen jahrelang in unterirdischen, kalten, feuchten und dunklen Verliesen, die von Ratten, Mäusen und jeglichem Ungeziefer nur so wimmelten. Die Opfer waren meist so gefesselt oder angeschmiedet, dass sie sich gegen die Attacken von Mäusen, Ratten, Steinhunden und Mardern in keinster Weise wehren konnten und übel geplagt, ja gebissen und sogar zerfressen wurden. Die jüngeren Frauen waren darüber hinaus den Vergewaltigungen durch geistliche und Gefängniswärter ausgesetzt. Man band viele Frauen auf Holzkreuze oder schmiedete sie an Mauern an, man ließ sie im Hexenturm mit ihren gefolterten Gliedern an Ketten in der Luft hängen und langsam verdursten und verhungern. Noch nie gab es weltweit eine Religion, die so viel Nächstenliebe gepredigt und so viel Nächstenhass und Frauenhass praktiziert hat. Das Schlimmste ist wohl, dass, wie bereits erwähnt, den ganzen Verbrechen noch ein christliches Mäntelchen umgehängt wurde, da die Anweisungen von den Päpsten kamen, die sich selber als Stellvertreter Gottes auf Erden fühlten. Diese Bezeichnung haben sie bis heute noch nicht abgelegt. Gibt es eine größere Verhöhnung des Jesus von Nazareth, der die Nächsten und Feindesliebe lehrte und vorlebte? Die Blutschuld der Kirchen kann nicht einfach weggewischt werden, indem man sagt, das war früher. Alles ist Energie und kann nicht verloren gehen. Und so schweben die negativen Taten der Menschen als negative Energie wie ein Damoklesschwert über ihnen, solange eine Schuld nicht erkannt, bereut und wenn möglich wieder Gutmachung geübt wurde. Das gilt logischerweise nicht nur für einzelne Menschen, sondern auch für Familien, Gruppen, Institutionen und Länder. Es ist deshalb zum großen Teil die Schuld der Kirchen, wenn heute viele Menschen austreten und dabei das Kind mit dem Bade ausschütten, das heißt auch den Glauben an Gott und Christus verlieren, weil sie irrtümlicherweise der Meinung sind, Kirche, Gott und Christus seien ein und dasselbe. Das gilt auch für die Lutherkirche. Denn die sich neu formierende Lutherreligion, die eigentlich eine Reformierung des Katholizismus sein sollte, stand in Sachen Grausamkeit der Papstreligion keineswegs nach. Auch Martin Luther verbreitete die Ansicht, dass man sich mit Morden den Himmel verdienen kann und verbreitete den Irrglauben, dass die Gräueltaten angeblich im Sinne Gottes seien. Wörtlich schrieb Luther, Solch wunderliche Zeiten sind jetzt, dass ein Fürst den Himmel mit Blutvergießen verdienen kann, besser denn andere mit Beten. Steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du drüber tot, wohl dir, einen seligeren Tod kannst du nimmermehr überkommen, denn du stirbst im Gehorsam göttlichen Wortes und Befehls. Und an anderer Stelle trieb er die Verhöhnung Gottes auf die Spitze, indem er verkündete, denn die Hand, die das Schwert führt und tötet, ist dann auch nicht mehr eines Menschen Hand, sondern Gottes Hand. Und nicht der Mensch, sondern Gott hängt, rädert, enthauptet, tötet und führt den Krieg. Das alles sind seine Werke und sein Gericht. So gab auch bei der lutherischen Religion der feuerrote große Drache von Anfang an die Richtung an. In diesem Sinne verhöhnte auch Luther Jesus von Nazareth und verkehrte seine Lehre in sein Gegenteil. Auch Martin Luther befürwortete, ja forderte in seinen sogenannten Hexenpredigten die Verfolgung und Verbrennung von Kräuterfrauen, heute Hebammen genannt, indem er sie der angeblichen Hexerei oder Zauberei beschuldigte. Was viele nicht wissen, aber in Regionen, die unter lutherischem Einfluss standen, gab es sogar noch mehr Hexenverbrennungen als in den vom Katholizismus beherrschten Gebieten. Dazu war im Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 28. November 2017 im Artikel Ketzerprozesse im Verfolgungswahn zu lesen, Auch Protestanten wurden zu eifrigen Hexenjägern. Es sei ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, fand etwa Martin Luther. Oft hört man den Einwand So war halt die Zeit damals, oder man muss das aus der damaligen dunklen Zeit heraus verstehen, oder Das war halt das Mittelalter, da waren die Menschen hart und grausamer als heute. Doch das widerspricht eindeutig den Tatsachen. Denn gerade bei den vielen Glaubensgemeinschaften, die die Kirche verfolgt und umgebracht hat, handelte es sich um sehr feine, spirituelle Menschen, wie die Markioniten, Montanisten, Manichäer, Arianer, Paulikianer, Bogumilen, Katarer, Brüder und Schwestern des freien Geistes, Waldenser, Täufer und viele mehr. Sie lebten die Nächstenliebe des Jesus von Nazareth, waren friedfertig, töteten keine Tiere und aßen kein Fleisch. Sie waren gegen den Kriegsdienst, und taten im wahrsten Sinne des Wortes keiner fliege was zu leide solche menschen sind heute vielleicht noch dünner gesät als damals wie kann man also sagen es war eine dunkle zeit wer hat also all diese vielen lichter ausgelöscht so dass es dunkel wurde dies sollte sich jeder zu gemüte führen der meint es war halt eine dunkle zeit damals Deshalb noch einmal die Frage, wer hat all diese Millionen Lichter ausgelöscht, so dass es über viele Jahrhunderte so dunkel wurde? Warum hat eine Institution, die sich sogar christlich nennt und sich als Stellvertretung Gottes auf Erden ausgibt, nicht Licht unter die Menschen gebracht? Warum hat sie nicht ein Vorbild gegeben und gezeigt, wie man in der jesuanischen Nächstenliebe in der Gemeinschaft zusammenleben kann, in der alle füreinander da sind und alles miteinander teilen. Wieso hat diese Institution so viel Leid und Blut über die Menschen gebracht? Die dämonische Kraft des großen Drachen mit seinen Helfershelfern hat das Mittelalter und auch die folgenden Zeiten geprägt. Dies wird vor allem an der Blutspur ersichtlich, die die katholische Kirche über die ganzen Jahrhunderte hinterlassen hat. Es fing bereits mit der Katholisierung der Heiden im 9. bis 12. Jahrhundert mit Zehntausenden von Todesopfern an. Bis zu 22 Millionen Todesopfer sollen allein die blutigen Kreuzzüge im 11. bis 13. Jahrhundert gefordert haben. Der Dreißigjährige Krieg war ein Religionskrieg mit bis zu 6 Millionen Todesopfern. Die vom Papst legitimierte Sklaverei und die geforderte Unterwerfung fremder Völker forderte von 1440 bis 1870 Millionen Todesopfer. Ein riesiges Blutvergießen veranstaltete die katholische Kirche, wie bereits erwähnt, bei der Ausrattung jener Christen, die Christus außerhalb der Institution Kirche nachfolgten, wie der Bogumilen, Waldenser und Katarer und vielen anderen. Vom 13. bis 18. Jahrhundert tobte die Inquisition und die Hexenverfolgung. Die schätzungsweise bis zu 10 Millionen Todesopfer forderte. Die Vernichtung der Ureinwohner eroberter Länder, wie zum Beispiel der Indianer in Nordamerika und der Indios in Zentral- und Südamerika, mit schätzungsweise bis 100 Millionen Toten, ist vielleicht der größte Völkermord aller Zeiten. Die Judenverfolgung und Verhetzung der Juden durch beide Kirchen über Jahrhunderte gipfelte am Ende in einer großen Katastrophe. Dazu kommen die Massaker an Volksgruppen unter zum Teil kirchlicher Beteiligung, zum Beispiel an den Serben in den 40er Jahren in Kroatien mit ca. 800.000 Ermordeten oder an den Tutsi in den 90er Jahren in Ruanda. Nicht zu vergessen der Seelenmord an Hunderttausenden von Kindern und Jugendlichen über alle Jahrhunderte und vor allem auch im 20. und 21. Jahrhundert durch Kinderschänderverbrecher im Talar. Ebenfalls nicht vergessen sollte man den Mord an den Tieren durch die Abwertung der Tiere als seelenlose Geschöpfe und dadurch die Freigabe zur Schlachtung von Milliarden und Billionen von beseelten Geschöpfen Gottes. Der Historiker Karl-Heinz Deschner fasste seine Forschungsarbeit über die Kriminalgeschichte des kirchlichen Christentums in seinem zehnten und letzten Band Wie Volk zusammen. Das Christentum wurde der Antichrist. Jener Teufel, den es an die Wand malte, er war es selber. Jenes Böse, das es zu bekämpfen vorgab, es war es selber. Jene Hölle, mit der es drohte, sie war es selbst. In einigen Ländern bestand die Inquisition bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Erst 1834 wurde sie in Spanien, 1859 in Italien und zuletzt 1870 im Vatikanischen Kirchenstaat abgeschafft. Selbst die Menschen in Indien wurden von den Portugiesen im eroberten Goa durch die Inquisition drangsaliert und gequält. Diese wurde dort ebenfalls erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts eingestellt. Und wie steht die katholische Kirche heute zu ihrer blutigen Vergangenheit? Es hat lange gedauert, bis sich die katholische Kirche der brutalen Epoche der Inquisition gestellt hat. Am 12. März im Jahr 2000 haben Papst Johannes Paul II. im Wechsel mit anderen hochrangigen Vertretern des Vatikans in Rom öffentlich das sogenannte Mea culpa vorgetragen. Den Text hatte damals Kardinal Josef Ratzinger verfasst. Die Prälaten haben mit ihren schön gefärbten und ausgeklügelten Worten aber nicht ihre Opfer um Verzeihung gebeten, was notwendig gewesen wäre und bei einer echten Reue auch selbstverständlich. Nein, man richtete stattdessen folgendes, allgemein gehaltenes Gebet an die Adresse von Gott. Lass jeden von uns zur Einsicht gelangen, dass auch Menschen der Kirche im Namen des Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf Methoden zurückgegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen. In ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit: Mit Wahrheit ist wohl der Katholizismus gemeint, nicht die Lehre Jesu. Denn diese wurde ja von vielen der verfolgten und ermordeten Menschen ernsthaft gelebt. Wie ernst es jedoch Josef Kardinal Ratzinger mit seinem Mea Culpa war und wie er wirklich die Inquisition sieht, verriet er in einem Interview im ARD-Magazin Kontraste am 3. März 2005, nur wenige Wochen bevor er zum Papst gewählt wurde. Aber man muss doch sagen, dass Inquisition der Fortschritt war, dass nichts mehr verurteilt werden durfte ohne Inquisitio, das heißt, dass Untersuchungen stattfinden mussten. Wie Hanebüchen diese sogenannten Untersuchungen vonstatten gingen, und wie man als Angeklagter keinerlei Chancen hatte, dem teuflischen katholischen Inquisitionshorror zu entkommen, Verrät zum Beispiel der erhalten gebliebene und erschütternde Brief des Bamberger Bürgermeisters Johannes Junius vom 24. Juli 1628 an seine Tochter Veronika am Ende dieses Videos. Johannes Junius wurde von den Inquisitoren der Kirche im Bamberger Malefizhaus gefoltert und am 6. August 1628 hingerichtet. Er schrieb, als nun der Henker mich wieder in das Gefängnis führte, sagte er zu mir Herr, ich bitte euch um Gottes willen, bekennt etwas, sei es nun wahr oder nicht. Denkt euch etwas aus, denn ihr könnt die Marter nicht ausstehen, die man euch antut. Und wenn ihr sie auch alle aussteht, so kommt ihr doch nicht frei, selbst wenn ihr ein Graf wäret, sondern es folgt eine Folter auf die andere, bis ihr sagt, ihr seid ein Hexer, und bis ihr etwas bekennt. Erst dann lässt man euch zufrieden. Sterben mussten die Opfer so oder so, aber sie konnten sich mit einem Bekenntnis, also mit einer Lüge, weitere scheußliche Folterungen ersparen. Nach einer ausführlichen Lektüre dieses Briefes wird sich wohl manch einer die Frage stellen, was für ein Mensch der spätere Papst Benedikt war und ist, als er meinte, die Inquisition sei ein Fortschritt gewesen. Papst Benedikt weiß doch wie kaum ein anderer um die Details der Inquisition. Auch wird die Ausrede, es sei halt die Zeit so gewesen, oder ähnliche Sprüche, die oft vorgebracht werden, Lügen gestraft. Man sieht in dem Brief, wie geistig reif das Opfer war und alles durchschaut hat, und sogar der Henker wusste um das teuflische und falsche Tun der Kirche und sagte ihm sinngemäß, egal was du sagst, auch wenn du unschuldig bist, am Ende wirst du eh ermordet. Es war also nicht die Zeit, die so war, es war teuflischer Terror einer bestialischen Diktatur, unter einem pseudoreligiösen männlichen, die sich zynischerweise mit dem Namen des großen Lehrers und Erlösers Jesus von Nazareth schmückte. Doch wie ist es heute? Immer noch gibt es viele Fanatiker, die diese Taten der Vergangenheit schönreden, verteidigen oder gar gutheißen. Der bekannte deutsche Philosoph Karl Jaspers warnte deshalb eindringlich mit der Aussage, der biblisch fundierte Absolutheitsanspruch der Kirchen stehe ständig auf dem Sprung, um von neuem die Scheiterhaufen für Ketzer zu entflammen. Heute, im 21. Jahrhundert, sterben zwar keine Ketzer mehr auf dem Scheiterhaufen, doch die traditionelle Verketzerung und Verleumdung Andersgläubiger durch die Kirchen ist vor allem in Deutschland auch heute noch gang und gäbe. Professor Dr. Hubertus Minarek hat diesem Thema ein umfassendes Buch gewidmet mit dem Titel Die neue Inquisition. Die unglaublichen Details dieser Recherche dürfte wohl den meisten Gläubigen unbekannt sein. Nach dieser Dokumentation versteht jetzt vielleicht manch einer auch die Worte des Johannes von Patmos, als dieser Zukünftiges sah und schrieb, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, ziehet aus, oder etwas zeitgemäßer und trotzdem korrekt übersetzt, tretet aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel, und Gott denkt an ihren Frevel.